Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Garten Live. Ich habe mich so gefreut, jetzt heute hier weiterzumachen. Ich mache ja im Grunde meine 5 Parts und dann mache ich erstmal Pause eine Woche und dann nehme ich die nächsten 5 Parts auf. Es hat einfach den Hintergrund, dass wenn ich jeden Tag das Spiel aufnehmen würde, ich müsste mich dann immer wieder neu reinfinden. Und wenn ich hier erst einmal anfange zum Werkeln im Garten, dann bin ich drüber, dann bin ich drin und dann möchte ich auch weitermachen. Von daher nehme ich dann immer gleich 5 Parts auf. Hier wächst auf jeden Fall alles wunderschön. Wir sind das letzte Mal bei der Jasmin stehen geblieben. Die Klematis wartet jetzt halt im Grunde, dass er hierher kommt. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall noch mal ein Ranggitter. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir ein Ranggitter zufälligerweise noch haben. Aber ich glaube, da haben wir schon das letzte Mal gesagt, dass wir das noch kaufen müssen. Gucken wir mal. Nee, da habe ich nichts. Aber Geschenkpapier habe ich. Das ist auch schon mal ganz gut, weil ich möchte nämlich nochmal diese Stecken kaufen. Und dann wollen wir auch nochmal zu Leslie ganz kurz reinschauen. So, erst einmal das Geld holen. Das ist nicht viel. 2000 oder sowas. Habe ich wieder ein bisschen Geschenkpapier hergestellt. So, gucken wir mal zu Leslie und zwar... Oh, don't mind Letha. She's in no mood today. Ja, ja. Zum einen möchte ich gerne... Nee, da habe ich es nicht. Möchte ich gerne die Stöcke kaufen nochmal. Hier, die hier. Jetzt kaufe ich auch nochmal 5 Stück, weil ich das jetzt erst einmal ausprobieren will. Und dann bräuchten wir den Pinsel. So, gelangweilt vom Design, die wir dir gerne bieten. Den habe ich, glaube ich, auch noch nicht gekauft. Deswegen würde ich den jetzt mal kaufen, weil es hat nämlich geheißen in einem Kommentar, anscheinend sind die Schilder, wo seid ihr? Da, diese hier. Die Pflanzenschilder, die kann man im Grunde ändern vom Design her mit diesem Pinsel. Das muss ich jetzt halt einfach mal ausprobieren. Ich bin mal gespannt, weil es gibt ja sonst nichts weiter. Entschuldigung, wir könnten höchstens noch mal 4 solche Dinge hier kaufen, auch wenn ich davon noch welche habe. You take care. Ja, du auch. Aber ich glaube, das kann nicht schaden, wenn wir die haben. Schaden haben. So, ganz kurz am Wagen geguckt. Wir haben nur noch diesen Auftrag hier vom Frank. Wir brauchen allerdings noch die rosa Tulpen und wir brauchen ja noch die lila Hortensien, glaube ich, waren es. Oder lila Iris, ich weiß es jetzt nicht. Lila Iris oder lila Hortensien. Eins von den beiden Dingern brauchen wir noch. Wo seid ihr? Lila Hortensien brauchen wir dann noch. Genau, weil alles andere hier, das haben wir ja schon vorbereitet. Also passt es gut. Dann tue ich mal ganz kurz noch euch hier rein. Ihr werdet später verwendet. Dann gehen wir mal ganz kurz an die Werkbank und machen da Pflanzenschilder. Und zwar alle 5. Und dann bin ich echt mal so gespannt. Ehrlich, ihr glaubt es gar nicht. So gespannt, ob das tatsächlich funktioniert. So, wir haben ja hier die Amaryllis. Hier ist Alpenveilchen, ne? Das heißt, wenn ich jetzt das Pflanzenschild platziere. So, dann könnte ich das zum Beispiel hier davor machen. Ich bin jetzt echt einmal gespannt, ob das hinhaut. Platzieren. Und dann den Pinsel. Ne, geh raus da. Deko neu anmalen. Jetzt muss ich wissen, welches von diesen Bildern zu der Pflanze passt. Jetzt hört halt auf. Ich weiß es doch nicht. Ich habe doch keine Ahnung von Pflanzen. Ich habe jetzt gehofft, dass das geht, dass dann auch hier der Name oder sowas dabei steht. Bist du das? Das könnte schon hinhauen, ne? Aber das bringt mir ja nichts. Ich sehe es ja, wenn es da wächst. Ich brauche den Namen. Naja, da hoffentlich ändern sie da noch was, weil so ist es nichts.
So ist das echt nichts. Aufheben. Dann packen wir das Zeug jetzt einfach mal in den Schrank und dann lassen wir das erst einmal da. So, zuerst den Pinsel und dann nochmal das da rein. Und die Dekoschilder, die können wir ja dann hier rein tun. Ja, das passt schon. Die können wir dann da rein tun. Jetzt habe ich gehofft, dass das irgendwie mit einem Namen draufsteht oder sowas. Oh Mann. Na gut, dann eben nicht. Dann habe ich jetzt halt ein kleines, unerkennbares Bild da drauf und ich weiß wieder nicht, ob das dann dazu passt. Ich bin doch schon drin. Kann nicht noch mal reinkommen. So, ich brauche noch... Was wollte ich denn jetzt halt noch holen? Ach ja, Ranggitter, ne? Ich wollte die Ranggitter eigentlich noch holen. Wo waren denn die Eisen? Die waren ganz vorne, ne? Das waren doch welche, die gratis waren. Wo seid ihr? Bin ich da auf der falschen... Ne, da sind sie. Da sind sie. So, ich hole jetzt halt einfach nochmal 10 Stück. Aber auch nur, weil es umsonst ist, ne? So, Reifen haben wir noch. Lampenmäßig würde ich jetzt mal noch nichts nehmen. Mir ging es jetzt hauptsächlich um die Ranggitter. Hier müssten wir jetzt alles haben. Ich würde noch gerne 5 von den Dingen hier mitnehmen. Und vielleicht auch nochmal 5 von denen da. Cheerio! Cheerio! Da geht es mir nämlich darum, dass ich gesehen habe, dass bestimmte Pflanzen nicht gegossen wurden. Das waren, glaube ich, die Efeu. Die Efeu haben Wasser gebraucht hier. Von daher möchte ich da jetzt halt nochmal so einen Sprenkler mit herstellen. Jetzt, gut. Dass wir es haben. Weil dann muss ich mich da mit dem Gießen nicht aufhalten. So, dann kommen hier die Glematis hin. Ja, das passt schon. Gucken wir mal. Es hat ja auch geheißen im Buch, man sieht ja im Grunde die Farben, wie viele das es gibt. So, hier zum Beispiel 2, 4, 6, 7 Stück. 7 Farben gibt es bei der Amaryllis. Ich habe das jetzt alles mal durchgezählt. Also wirklich jede einzelne Seite mal durchgezählt. Immer wenn ich über 4 hatte, habe ich plus 1 gerechnet. Und ich müsste jetzt, wenn ich die Samenlager verschiebe, insgesamt 17 Felder verschieben. 16 sind es. Genau, 16, weil die Sonnenblume auf der 20... Die hat nämlich schon 2 Seiten. Also da brauche ich nicht mehr, da kommt auch nicht mehr. Aber insgesamt muss ich 16 Felder nochmal mit zufügen. Aber das mache ich wirklich Stück für Stück, ne? Weil ansonsten bin ich hier am Hin und Her wutschen. Und es läuft mir auch nicht weg. Also das Spiel ist geduldig und das mag ich. So, dann tue ich euch mal rein, weil das brauche ich jetzt aktuell nicht. Die Clematis habe ich, glaube ich, wieder reingetan. Iris, Jasmin, Clematis. Da haben wir nur die Blassrosa, ne? Die Orangenen und die Roten habe ich im Übrigen schon abgegeben, ne? Aber das habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. So. Du bist nicht sehr groß, stört mich aber nicht. Ich setze dich trotzdem in die Mitte von der einen Seite hier. Und wir können dann in die Ecke vielleicht hier noch so einen Sprenkler hinsetzen. So, jetzt. Und dann passt es schon. Wie ist es denn mit dem Insektenhaus? Okay, da könnte man da hinten auch nochmal eins hinsetzen. Das können wir ja... Keine Ahnung, wenn da dann nochmal welche sind. Könnten wir das eigentlich vielleicht so hinsetzen? So als Trenner. Und wenn dann tatsächlich hier nochmal ein Kletterdingsbums hinkommt, dann wäre das halt wie so ein Trenner hier. Aber wir hätten jetzt zumindest... Geh mal da weg. Genau, wir hätten dann zumindest jetzt halt hier auch nochmal den Pflanzenschutz. Das sollte gerade so hinhauen. Der ist noch bei der Herzblume da. Oder Herzstrauch. Oder wie auch immer. Ja, das passt. Also das Insektenhotel hat diese Herzpflanze da noch mit dabei.
Und das hier ist dann genau hier beim Sprengler noch mit dabei. Das ist gut. So. Oh ja, Samen, Samen. Samen ist gut. Aber nichts Neues, ne, dabei. Nichts Neues. Ich lasse das hier extra wachsen, dass wir hier Samen bekommen. Ich müsste jetzt halt auch einmal vielleicht bei den Tulpen mal dieses Wachstumszeug da drauf tun. Da war was Neues, oder nicht? War das nichts Neues? Habt ihr Samen für mich? Nur einen oder so? Nein. Okay, gut. Dann tauschen wir das mal ganz kurz. So, wir haben Nieswurz. Kann ich mit reintun? Entschuldigung. Nieswurz Wild. Ah. Haben wir dann ja hier, ne? Nieswurz Wild. Schön. Dann hätten wir jetzt da endlich mal. Jetzt haben wir hier noch Narzisse. Ein, zwei davor, bitte. Blassgelb. Mohn. Vor, nicht hinter. Mohnrot. Mohnrot. Dann haben wir Mohnwild. Cool. Aber warte mal, dich versetze ich hier hinter. Die Wilden will ich hinten haben. Dann, du bist ein Stiefmütterchen. So, haben wir hier. Und dann haben wir noch die Tulpen. Hier. So. Tulpe Gelb. Tulpe Schwarz. Tulpe Regenbogen. Wunderbar. So. Eins nach dem anderen, ne? Dann. Okay, ihr kommt hier nicht rein. Kommt ihr da rein? Ihr kommt da rein. Okay, das ist gut. Dann tue ich. Nein. Dann tue ich euch mal hier rein. Aber ich nehme trotzdem mal so ein Ding mit. Weil das wollte ich jetzt auf die Tulpen schmeißen. Das möchte ich gerne da haben. Gucken wir mal. Müsste schon reichen. Wir hauen das einfach überall mal drauf. Ich meine, Samen bringen ja auch Geld. Da sind auch schon wieder Samen. Beim Mohn fehlen auch noch welche. Euch haue ich noch mal was rein. Jasmin fehlen, glaube ich, auch noch Farben. Und ja, Sonnenblumen. Dann ist egal, dann lasse ich's. Obwohl Schaden kann es echt nicht. Ne? Wir nehmen jetzt mal noch zwei raus. Dafür habe ich es ja eigentlich gekauft. So, tun wir mal hier ein bisschen was, da ein bisschen was und dort ein bisschen was. Bei den Sonnenblumen nochmal. Man braucht ja nicht viel, ne? Hauptsache, da ist so ein bisschen was drauf. Dann machen wir da hinten nämlich auch noch. Gut. Dann können die anfangen, hier Samen zu produzieren. Dann tue ich mal euch jetzt alle raus und tue euch mal zusammen. Ihr kommt nach vorne und ihr kommt hier rein. Gut. Dann sollte das jetzt passen. Dann können wir einmal den Sack in die Hand nehmen und können dann auch einmal sogar schon durchgehen. Da sind keine, ne? Nee. Wir gehen einfach mal durch. Vielleicht haben wir ja Glück und haben schon was Neues dabei. Na gut, am nächsten Tag dann.
So, gehen wir einfach mal nach Haus, würde ich sagen. Einfach mal heim. Obwohl, das ist ja auch ein Quatsch, ne? Wenn der Tag rum ist, dann sollte ich eigentlich die Möglichkeit nutzen und wirklich alle Blumen nochmal schneiden. Später soll es ja dann so sein, dass ich das wachsen lasse, das Zeug. Narzisse, Narzisse, Narzisse. Und Pfingstrose. Oh. Ach so. Falsch gewesen. Zack. Pfingstrose. Das bist du, ne? Pfingstrose, ja. Das passt. So. Dann könnten wir eigentlich auch mal ein paar Samen verkaufen, ne? Wir könnten uns wie immer zwei Stück aufheben. Und ansonsten einfach mal hier durchgehen. Weil wir brauchen ja immer nur zwei Stück. Ich weiß, es ist vielleicht ein wenig umständlich, aber ich denke, das ist ganz gut, wenn ich das so mache. Einmal, zweimal. Weil ich kann nicht mit Rechtsklick das machen, weil sonst schiebt es in dem Moment da drauf. Und wenn ich hier den Langsam-Dingsbums mache, ne, also wenn ich jetzt hier lang klicke, dann wandert es nicht da oben rein, sondern immer auf die erste Seite. Deswegen muss ich das hier ein bisschen umständlich machen. Gut. Da können wir zwei raustun. Das ist okay. Da haben wir wieder 21. Da passt's. Da haben wir 10 Stück. So, da haben wir 11. Da machen wir es jetzt genauso. 4. Einfach, dass wir auch ein wenig Geld reinkriegen, ist klar. Herzblume rosa. Wann bist du da unten? Du gehörst da rein. So geht es, glaube ich, schneller. So, die lilane. Jasmin. Dann die Lilie rot. Muss jetzt mal so, wenn es so wenig sind, ne? Okay, und hier muss ich es jetzt halt umständlich machen. So. Gut, dann schaffen wir das nämlich mal. Das heißt nur noch einstecken. Ne, passt schon. Dann schaffen wir jetzt halt mal die Samen auf den Markt. Ist vielleicht nicht viel Geld, was wir für die Samen bekommen, aber da sind es zumindest 70, also 10 pro Samen. Hier sind es 225, ein bisschen mehr quasi. Hauen wir einfach mal rein. Und am Ende haben wir dann nämlich auch hier einen richtig schönen Berg Geld. 2400 sind es jetzt. Und das machen wir dann jeden Tag einfach mal mit den Pflanzen. Jetzt fahren wir heim. Den Rest lassen wir mal. So, jetzt können wir nur hoffen. Ah, neue Aufgaben. Hallo, ich brauche deine Hilfe. Bla bla, Markus. 20 Schnitte Narzisse rot und Zimmeraralie dunkelgrün. 20 Schnitte. Okay, Narzissenrot sollte ich haben und Zimmeraralien auch. So.
Narzissen. Oh, da habe ich gar keine, ne? Aber eingepflanzt habe ich sie. Oder habe ich die eingepflanzt? Keine Ahnung. Schauen wir mal, Zimmeralie, 20 Stück hat er gesagt. Okay. Die können wir auf jeden Fall... Ja, aber das bringt mir nichts, wenn ich die Narzisse nicht habe, ne? Jetzt ist nur die Sache. Jetzt sind wir bei K. Okay. Erstmal pflanzen. Eins nach dem anderen. Ach ja, eins wollte ich ja auch noch machen. Oh Mann, das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. KLM, jetzt ist ja hier. Eins wollte ich auch noch machen. Ne, da hat schon gepasst. Bei Leslie. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz kurz zu Leslie. Die Pflanzen kommen ja ganz gut ohne mich klar. Zum einen holen wir mal ganz kurz das Geld hier raus. Und dann wollte ich bei Leslie mal solche Steine kaufen. Oh, sorry about the mess. Come on in. Ja, ja, das Durcheinander stört mich nicht. Das habe ich auch. Wo waren diese Steine? Diese Trittsteine. Das sind die normalen Felsbrocken. Das sind Kisten und so weiter. Ein Holzboden. Warte mal, hier ist Dekorationsstück veröffentlichen. Ein modularer Holzboden. Okay, kann dieser Boden einfach verschoben und entfernt werden, damit der Gärtner mehr Kontrolle über den eigenen Platz erhält? Einfaches Holz. Würde mich mal interessieren. Einfach mal eine nehmen. Ich möchte es einfach mal sehen. Das sind ja Holzpaletten. Die habe ich, glaube ich, schon mal gekauft. Sommer Shelby. Ah, das sind aber dann neue Sachen, oder? Nee. Was Neues kommt da nicht hinzu. Ich glaube nicht. So, schau mich hier mal. Was wollte ich jetzt eigentlich kaufen? Ach so, die Steine. Nee, es gibt hier keine Trittsteine. Ich dachte, ich könnte Trittsteine oder sowas kaufen bei ihr. Doch, da. Da sind sie. Steinwegplatte. Wir haben ja genug Geld, ne? Ich würde jetzt halt mal... Okay, ich kann nur 10 nehmen. Wir nehmen 20. Wir nehmen mal 20 Stück. Thank you. Come again. Ja, natürlich. Aber habe ich den Boden nicht auch schon mal? Ich kann im Grunde ja auch hier sogar was legen, ne? Wie man sieht. Oder? Doch, tatsächlich. Ich könnte hier schon den Weg reinbauen. Nice. Aber das ist ja auch toll. Dann kann ich mir hier auch einen Holzweg machen, ne? Dann sind wir nämlich auf dem Holzweg. Das ist doch nicht schlecht. Das finde ich auch nicht schlecht. Aber nee, ist okay. Ich möchte eigentlich mit Steinplatten arbeiten. Okay, also die Steinplatten schauen so aus. Ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber... Ich würde jetzt gerne mal so ein paar Steinplatten daherlegen. Einfach um mal einen Weg grob anzureißen. Die Steinplatten werde ich vielleicht auch nochmal versetzen. So, weil ich wollte ja hier so einen Weg entlang machen. Ne? Hier so zwischen den Blümchen durch. Gut, dass ich gleich 20 genommen habe. Die sind ja schnell weg. Ja gut, ich kann die auch noch ein bisschen drehen, ne? Ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht Ende. Das ist jetzt nur mal so irgendwie wie angerissen. Habe ich noch. Ja, und dich dann eben da noch her.
Man kann mir hier nämlich einen Weg reinmachen. Man hätte hier eben schön einen Weg. Man kann den schön säumen dann mit Blumen. Ist ja Sinn und Zweck, ne? Von dem Ganzen. Wo habe ich meinen Sack? Nimm deinen Sack in die Hand, los. Schauen wir mal, ob es da irgendwelche Samen gibt. Ah, da kam was. Ich brauche einfach ein bisschen mehr Geduld, ne? Da kommt ein bisschen was angeflogen. Jawohl, Clematis rosa entdeckt. Schön. Dann können wir die nämlich da hinten gleich mit reinpflanzen. Da haben wir auch irgendwas Neues. Ne, aber die Clematis rosa, die können wir gleich. Die habe ich jetzt natürlich nicht hier unten drin. Clematis rosa hier. Dann können wir die da hinten gleich mit reinpflanzen. So, gegossen Würste. Der Pflanze geht's gut. Efeu blassgelb haben wir ja alles schon. Nee. Ich wollte das mal schauen. Ich meine, man kann hier schon viel machen, ne? Deko. Und was mir halt wirklich gefällt, ist dieses komplett frei platzieren. Also, dass du hier nirgends irgendwie gebunden bist an irgendwas. Das ist toll. Den hier habe ich im Übrigen ausgemacht, weil ich denke mir, wenn der jetzt nämlich das Unkraut wegmacht, ich kriege das ja nicht raus aus dem Ding. Das müsste ich ja dann irgendwo... Ah, guck mal einer. Das müsste ich ja dann irgendwo... Ich weiß nicht, ob das dann automatisch hier reingeht oder ob das hier drin gesammelt wird. Ich weiß es nicht. So, Stiefmütterchen, Pfingst, Efeu. Oh, blassgelb, endlich. Hier, genial. Stiefmütterchen, bevor ich mir das da unten alles sortiere, ne? Dann Pfingstrose. Das ist, bist du. Dann haben wir die Sonnenblume in Gelb. Efeu. Warte mal, haben wir da noch Rose? Rose haben wir da noch. Alpenveilchen, Herzblume, Flieder. Oh, komm, geh nochmal ganz nach vorne. Wir machen einfach nochmal von vorne. Wir sind jetzt bei Amaryllis. Wir brauchen Alpenveilchen, das ist da. Da haben wir noch Alpenveilchen Wild. Dann habe ich Hortenschen, Flieder, Efeu. Ah, nein. Funkie, Flieder. Flieder. Herzblume, Herzblume. So, dann haben wir Clematis und Hortensie. Ja, dann machen wir mal die Hortensie erst. Hortensie weiß. Jetzt haben wir Hortensie blassrosa. Das ist ja auch schon mal gut. Dann Iris, Jasmin, Clematis. Funkie. Funkie Flieder und Lilie. So. Ich brauche halt ein wenig länger bei dem Spiel. Weil ich es halt einfach nicht so kenne. Aber das stört mich nicht. So, dann, wir waren bei der Clematis doch stehen geblieben. Ne? Die andere haben wir jetzt halt hier eingepflanzt. Das heißt, dann kommt als nächstes die Lilie rot. So. Ich habe ja auch aktuell nur rote Lilien. Du bist eine kleine, ne? Dann würde ich gerne ein so ein Ding hier platzieren.
Haben wir wenigstens noch eine Pflanze geschafft heute. Ja, das passt schon schön ran an das Dinghaus. So. Dann kommt jetzt da die Lilie rein. Die ist aber recht groß. Ich will euch jetzt halt nicht raustun. Weil ich habe euch jetzt halt besamt. Also von daher lasse ich das dann halt mal. Ja, gewässert wirst du ja durch das Ding. Das sehe ich jetzt leider im Bogen nicht. Da sind noch mal Samen. Also man braucht einfach nur ein bisschen Geduld. Da sind auch Samen. Aber nichts Neues. Das ist alles altbekannt. Gib mir eure Samen. Da war, glaube ich, was Neues dabei, oder? Nee, war nicht. Man, die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach höher, dass Samen überhaupt da sind. Aber dann ist natürlich eine absolute Glückssache, ob wir dann auch was Neues haben, ne? So, heute war ich nur am Samen sammeln. Und schon wieder die Tasche voll mit Samen. Ich glaube, ich sollte einfach mal das Werkzeug, wenn ich das nicht brauche, einfach hier mal raustun, weil die Pflanzkelle muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Das Spray brauche ich nur, wenn Dings da ist, Ungeziefer da ist. Das Einzige, was ich behalte, das ist die Schere, die Spritze. Genau, die Schere, die Spritze und den Samensack. Und wenn ich da irgendwas anderes noch brauche, dann muss ich es mal halt holen und fertig. Aber ich glaube, das ist sinnvoller, wenn ich das so mache. So, wir haben die Clematis, wir haben die Lilie. Genau, die Lilie Rot haben wir jetzt eingepflanzt. Und das nächste wäre jetzt dann der Mohn. Mohnrot und Mohnwild. Wir haben... Ich tue jetzt trotzdem jetzt mal raus. Jasmin, Mohn. Narzisse. Mieswurz. Nee, nicht Jasmin. Wo bist du? Jasmin Gelb hier. Sondern haben wir noch Amaryllis, Sonnenblume. Du, so. Sonnenblume Orange, Sonnenblume Wild, Sonnenblume Rot, Prunkwinde. Habe ich die Prunkwinde? Ja, doch. Prunkwinde Lila. Und dann noch Amaryllis. So. Gut, halt, die Tulpen. So. Tulpe Rot, Schwarz, Bunt. So, jetzt nochmal. Wir hatten jetzt, genau, die Clematis haben wir rein. Dann haben wir jetzt die Lilie eingepflanzt und jetzt kommt Mohn. Mohn in Rot und in Wild. Aber wir haben doch da hinten schon in dem einen Aufsteller, da haben wir doch schon den Mohn drin. Da ist ja schon der Mohn drin hier. Dann könnte ich den im Grunde umpflanzen. Das Problem ist jetzt halt nur... Oh Gott. Dass ich im Grunde erstmal die Pflanzen hier im Grunde rausmachen müsste. Na gut, ich sollte wirklich auch warten mit dem Samen, bevor ich die... also mit dem Dünger, bevor ich den ausbringe. Weil wenn ich jetzt die Dinge weghebe mit der Schaufel, dann ist vorbei. Warte mal, was seid denn ihr überhaupt? Lilie. Achso. Das waren schon die Lilien. Aber ihr habt doch Lilien hier eingepflanzt. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Ihr merkt es wahrscheinlich, ne? Lilie Rot. Ach, ich habe hier dreimal Lilie Rot rein.
komm. Da schnappe ich mir dann einfach diese kleine Schaufel und setze die Dinger dann um. Und dann ist gut. So. Mohn, hier Lilie Rot. Mohn, ich tue euch mal raus. Ich weiß, ich bin vielleicht ein wenig umständlich. So, die hier, ich nehme mal die da auch mit. Aber ich glaube, mit dem Ding müsste ich das hinbekommen. Also da habe ich doch Lilie rein, oder? Genau, Lilie, Lilie Rot. Die habe ich hier, okay. Das heißt also, euch kann ich dann raustun. Und da ich ja nur 3 Stück habe, gehst du da rein auch. Oh, das geht sogar mit. Dann musst du wieder raus. Dann musst du wieder raus, weil dann tue ich nämlich die hier nach da hinten. Die kommen dann hier weiter vorne rein. Oder nee, warte mal, tun wir erst einmal die da nach hinten. Und dann musst du hier vorne hin. Ich hoffe, das geht. Nee, das geht nicht. Aber dann ist auch egal. Dann mache ich eben die eine raus. Und setze ich euch ein bisschen weiter vor in die Mitte. Und sind hier eben zweimal Lilie Rot. Und wenn noch eine neue Farbe dazu kommt, mache ich einfach die eine Lilie raus. So. Und dich lasse ich wachsen, einfach, dass du mir vielleicht noch Samen bringst. Das ist doch schon mal was. Genau. Bekommt ihr da kein Wasser ab von dem? Ich weiß nicht, inwiefern das Wasser wirklich alles erreicht. Also ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich hier so einen großen Radius habe, oder so, ne, so einen großen Kreis habe, dass dann auch wirklich alles bepflanzt, bewässert wird. Naja, gut. Ah, wieder neue Samen. Schön. Oh, und das sind ganz neue, oder? Ne, das sind auch wieder normale. Und passt schon. Na gut. Ich werde einfach mal noch hier ein bisschen Samen einsammeln. Oh, Sonnenblume lila. Schön. Die können wir gleich einpflanzen. Lass mal einpflanzen. Raus, raus. Sonnenblume lila. Hier. Cool. Du kommst jetzt halt hier einfach mit hin. So. Cool. Muss ich eh mal schneiden hier, weil die normalen Sonnenblumen lasse ich jetzt mal. Aber wir brauchen die Farben. Na gut, ihr merkt schon, ich kann wieder nicht aufhören, ne? So ist es eben bei dem Spiel. Da sitze ich erst eine ganze Zeit lang nicht dran und dann komme ich nicht mehr weg. Das ist einfach so. So. Wild. Und orange. So, gut, alles klar. Dann soll es das gewesen sein für heute. Morgen machen wir weiter. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren. Lasst ein Like da. Abo nicht vergessen, wenn noch nicht passiert, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.